Hi, hier sind wir wieder bei Sage TV und heute habe ich was ganz Besonderes vor. Ich gehe auf eine Pornmesse von LA. Das sind die ganzen Superstars. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wahrscheinlich lauter geile Weiber. Große Titten, was weiß ich was. Ich habe mir dann gedacht, ich nehme zwei Freundinnen mit aus Deutschland. Die sind Waldorf-Lehrerinnen, ja, die kommen aus Deutschland. Sind etwas spießig, aber ich möchte zu frauenfeindlich sein, deshalb nehme ich die mit. Und einfach mal zu zeigen, dass ich auch selber da irgendwie euch mal was zeigen kann. Die Mädels und so, aber auch immer jemand neben mir habt, der ein bisschen auf meine Worte achtet und dass es nicht ganz so extrem Sascha wird. Ich freue mich, ich zeige euch jetzt mal die Mädels, die hole ich jetzt ab in ihrem Haus. Das sind wie gesagt zwei Waldorf-Lehrerinnen. Ich klingel jetzt mal, dann werdet ihr die sehen. So. Bin ich mal gespannt, hoffentlich sind sie da. Sie haben eigentlich gesagt, sie gehen mit auf die Messe. Ja, da sind sie. Sascha, hallo. Schon auf dich gewartet. Freue mich, hallo. Hast du deinen Fernseher mitgebracht? Ja, ich habe einen Fernseher. So, das sind jetzt Waldorf-Lehrerinnen aus Deutschland. Wie gesagt, die passen mal auf, nicht so sehen Waldorf-Lehrerin in Deutschland aus. Das ist natürlich lustig. Komm mal mit, ich zeige euch mal denn ihr Haus. Bist du ready heute, ja? Ja, ich bin ready. Okay. Komm mit. Komm mit. Tja. Ja. Das ist euer Haus. Ich wollte einfach nur mal bei mir im Blog zeigen, dass es halt Lehrerinnen gibt, die in der Nähe schon etwas anderes leben. Und ich freue mich natürlich total, mit euch auf die Pornomesse zu gehen. Ich hoffe, dass ihr ein paar. Ja. Bist du bereit, was zu lernen heute? Ich bin bereit. Okay, jetzt zeige ich euch mal ein Haus. Komm mal gerade mit. Ja, komm mal hier. Ui. So. Das ist einmal der erste Zimmer. Wait. Ja. Mein Zimmer. Zeige ich euch mal. Hast du gerade nicht gerade aufgeräumt, aber ne? Okay. Ist dein Schrank? Ein Schrank, ja. Ein paar unaufgeräumte Schuhe. Hier, meine Lieblingsschuhe. So. Jetzt gehen wir mal raus. Vorsicht, die Stufe. Yeah. Mhm. Ja. Ja, dann haben wir nochmal zwei andere. Ist unglaublich, oder? Wie leben hier die Lehrerinnen? Unglaublich. Bei uns zu Hause machen sie Strickpullis. Und bringen den Kindern bei, wie sie es richtig das Gras schneiden. Und hier leben sie so. Das ist unser Mitbewohner. So. Unser Schatz, unser Ein und Alles. Ja. Den nehmen wir jetzt nicht mit, aber. So. Komm weiter. Ja, jetzt zeigt mir Frau Doktor, jetzt geht's ab. Zeigt mir jetzt erstmal ihr Zimmer. Animal Style. Okay, ziemlich geil. Kannst du nicht weitergehen? Wo soll ich hingehen? Wieder raus. Achso, ich soll wieder rausgehen. Okay, ich werde wieder raus. Raus! So. Und dann hier, warte, hier ist, muss ich kurz zeigen, JP, mein Freund. Hello. My friend JP, he's the man. I will say later why he is the man. I will explain it. Okay, und dann, ja, jetzt zeigt mir, hallo, ihr müsst es zeigen. Ja, bitte. Junge, 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 jetzt wird's unprofessionell. Also das ist unsere Küche, da kochen wir auch ziemlich oft. Ziemlich nichts. Eigentlich niemals. Was, nee, und, was macht ihr da? Macht ihr da zum Beispiel? Wir machen da Linseneintopf. Bratwurst, Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel. Schnitzel. Was ist denn an der Waldorfschule? Was war denn da so das Hauptgericht für die Schüler? Also das Gericht weiß ich nicht, aber ich dachte, du fragst nach unserem Hauptfach. Unser Hauptfach ist Biologie natürlich. Hauptfach Biologie und bei dir? Ja, das Gleiche. Achso, Biologie. Denkst du, wir sehen umsonst gleich aus. Okay, dann hier kommt das Wohnzimmer. Wohnzimmer, ja. Ja. Warte, warte. Wir sind gerade erst frisch umgezogen. Ja. Ein bisschen nicht aufgeräumt, weil wir nicht wussten, dass du. Ja, wir wussten nicht, dass du Deutschland mitbringst. Genau. Dass ich Deutschland mitbringe, ja, ja. Ich habe mir gedacht, ich bringe einfach mal meine Freunde mit, meine Blogger und vor allem, dass die mal sehen, dass halt in Amerika die Lehrerinnen etwas anders aussehen. Ihr lauft ja immer so rum, stimmt's? Ja, ja. Ja, das ist normal hier. Okay. Wir lieben unsere Arbeit deswegen. Das ist euer Arbeitsrest, den habt ihr immer an. Okay. So, und dann habt ihr ja noch eine geile Outside Area, oder? Ja, stimmt. Okay. Nur für euch. Ja, ja, nur für euch alle. Macht nichts, ich habe ja auch Licht. Warte. Hey, wo ist Licht hier? So. Ja, das haben wir auch nicht so drauf. Okay, jetzt wird es etwas dunkel. Okay, hier geht's hoch. Lass es weglaufen. Ja, yeah, genau. So, und jetzt seht ihr hier. Keine Ahnung. Scheiße, ist es dunkel.
Ah, es wird etwas heller. Habt ihr auch noch ein Poollicht? So geil. Deshalb ist es schwierig. Waldorf-Lehrerin lieber teachen lassen, anstatt irgendein Haus irgendwie zeigen lassen. Okay, warte mal. Okay, ihr habt hier... Habt ihr nicht noch ein bisschen mehr Licht? Nein, leider nicht. Das ist sehr geil. Sascha, wir sind spät dran. Wir müssen ja, okay, wir müssen auf die Pornomesse. Okay. Ja. Also, wir sehen uns dann gleich wieder auf der Pornomesse. Gell? Hier war Sage TV Inside Hollywood und ich freue mich total drauf, mit meinen zwei Lehrerinnen auf die Pornomesse zu gehen. Yeah!